Ferrari als Passion, wie Erfolg und Leidenschaft nicht auf der Strecke bleiben. Luxusmarken und Kunstwerke haben vieles gemeinsam. Sie erfüllen Wünsche, statt nur Bedürfnisse zu erfüllen. Sie leben von Traditionen und Geschichten, die ihre Kernbotschaften überbringen. Sie wecken Emotionen, Begehrlichkeiten und Leidenschaft. Daran änderte auch die Finanzkrise nichts, im Gegenteil. So wurde verstärkt in Kunst und Autos, statt in Aktien und andere Anlagen investiert. Der Ferrari, der ins Blut und in die Ohren geht, symbolisiert neben diesen Bedeutungen aber auch eine einfache und unstillbare Sehnsucht, die über den Weg der Bewegung zu Zielen führt, die nie erreichbar sind, weil sie nur geträumt werden können. In seinen Original-Ferrari-Grafiken, die für perfektes handwerkliches Können stehen, hält der Neunkirchener Künstler Bernd Lehmann diese Momente und überraschenden Effekte fest. Dabei ist er wie Ferrari selbst immer eine Spur exklusiver als der Mainstream. In der Rückschau erscheinen die Gelegenheiten, die er ergriffen hat, wie eine Spur, auf der er sich selbst wirksam bewegt hat. Die Frage nach dem richtigen oder falschen Weg stellte sich ihm dabei nicht. Für ihn zählte nur eines: den eigenen Weg zu Ende gehen, geleitet von dem, was ihn innerlich bewegt, und niemals das zu tun, was die meisten machen: zu klein denken. Er hat immer groß gedacht, denn erst die Weitsicht eröffnete ihm Chancenräume, in denen er seine Ideen jenseits des Durchschnitts verwirklichen konnte. Sein konzentriertes und präzises Arbeiten hat viel mit Aufmerksamkeit, mit Geistesgegenwart zu tun, denn wer auf Genauigkeit setzt, macht die Dinge richtig und kann sie wertschätzen. Das spüren auch seine Kunden. Die Begehrlichkeit seiner Werke hält er hoch, indem er den Kunstmarkt nicht mit seinen Produkten flutet. Die Arbeiten von Bernd Lehmann sind entweder durch die Vermarktung über Galerien oder die gezielte Auswahl hochwertiger Händler erhältlich, die seinem Anspruch entsprechen. Mit seinen Radierungen, Gouachen und Illustrationen ist er im internationalen Kunsthaus Ars Mundi und den Walentowski-Galerien weltweit vertreten. Um seinen Kunden und Sammlern den exklusiven Wert zu garantieren, ist jedes Exemplar nummeriert und die gesamte Auflage streng limitiert. Um in die Zukunft aufzubrechen, braucht es eine Vision, einen Zielmagnetismus. Etwas, das auch Künstlern wie Bernd Lehmann eigen ist, der immer ein klares Bild vor Augen hatte. Etwas, das er ganz bewusst wollte, um auf kreative Weise seinen eigenen Weg zu suchen. Dazu gehörte, sich gegen Abkürzungen und billige Lösungen bewusst zu entscheiden. Diese Nachhaltigkeit teilt er mit dem Mythos Ferrari.